Wenn es in modernen Tabletop-Zeiten etwas gibt, wovon man nicht genug haben kann, dann ist das, natürlich neben massig Figuren, auch Gelände für den Spieltisch. Wenn man kein begnadeter Modellbauer ist, der alles selber bastelt, dann hat man zum Glück mittlerweile die Qual der Wahl, was Bausätze für Tabletop-Terrain angeht. Und um die Auswahl noch ein klein bisschen zu erhöhen, spielen Archon Studio seit einiger Zeit im Geländegame mit. Mit ihrer Rampart-Serie, die sie in mittlerweile 3 Kickstarter-Kampagnen finanziert haben, haben die Polen modulare Bausätze produziert, die nicht nur ganze Tische voll machen können, sondern auch noch überraschend günstig sind. Das folgende Video wird euch präsentiert von minyards.eu. Ich habe von Archon Studio im Rahmen ihrer letzten Kickstarter-Kampagne zur Rampart 3 Serie im Januar 2022 einige Sachen zugeschickt bekommen. Ein Review über die neuen Functional Floors und die zerstörten Stadtwände habe ich schon in einem vergangenen Video gezeigt. Jetzt möchte ich mir hier 2 der anderen Szenarien anschauen, von denen ich jeweils das Starter-Set zur Verfügung gestellt bekommen habe. Das ist zum einen die Eternal Cathedral und die Cobalt Foundry. Beide funktionieren nach exakt dem gleichen Prinzip wie die zerstörten Stadtwände. Das heißt, dass dies kein fester Bausatz ist, der ein Geländestück ergibt, sondern man hat sozusagen einen Baukasten vor sich, mit dem man rumexperimentieren kann, ohne kleben zu müssen. Die Wände können extrem modular eingesetzt werden. Dafür sorgen die Konnektoren an jeder Wand und Säule. Diese Konnektoren sind Löcher, in die die mitgelieferten Stifte reingesteckt werden, um die Wände miteinander zu verbinden. Das ist zwar simpel, aber bietet eine enorme Variabilität, da jede Säule Konnektorlöcher in jede Himmelsrichtung hat. Einfach Stift rein, Wand dran und fertig. Wenn man Hardcore drauf ist, dann kann man in die Löcher auch noch Magnete kleben und verzichtet so auf die Stifte aus Plastik. Archon Studio wirbt damit, dass die Größe extra auf Standardgrößen von 5 mm Durchmesser für Neodym-Magnete ausgelegt sind. Ehrlich gesagt ist das aber nichts für mich persönlich, da in einem Set so viele Verbindungsmöglichkeiten existieren, dass man den Preis des Sets mit Sicherheit im Magneten nochmal drauflegen kann, wenn man wirklich jeden Konnektor mit einem Magneten versehen möchte. Vor allem müsste man dann auch an den Deko-Elementen die Stifte abschneiden und durch Magnete ersetzen, was ich dann doch für sehr unpraktisch halte. Naja, praktisch ist es vielleicht schon, aber das ist dann doch eine ganze Menge Arbeit. Diese Deko-Elemente sind nämlich dazu da, die nicht verwendeten Löcher im Bausatz zu verdecken. Einfach reinstecken und fertig. Jedes Set hat neben ihren eigenen Designs der Wände natürlich auch dafür passende Deko-Elemente. Gotische Bits wie Wasserspeier oder Laternen für die Kathedrale oder technischere Teile für die Sci-Fi-orientierte Cobalt Foundry. Letztere sind Wände und Mauerelemente zu einem Industriekomplex, der aber ehrlich gesagt ohne die zerstörten Elemente, die man dazustellen kann, relativ seltsam aussieht, da es ein wenig, ja, was soll ich sagen, an Kontext fehlt. So ohne Dach oder Gebäudestruktur. Man sollte dies also eher als Mauer sehen oder aber bei der Bemalung vielleicht etwas Zerstörung hinzufügen oder mit anderen Industrieteilen kombinieren. Ich meine, immerhin ist das ja auch ein Starter-Set. Interessant ist bei der Cobalt Foundry übrigens auch, dass auf der Verpackung nur Bilder der Mauern ohne zerstörte Elemente, ohne Deko-Elemente und an den ganzen anderen Kram ist. Denn diese werten das ganze Set enorm auf und sind zum Glück in der Box enthalten. Das nüchterne Cover mit der sehr bunten Bemalung verzerrt da tatsächlich ein klein wenig das Bild des Inhaltes zum Negativen. Viel stärker finde ich hingegen die Eternal Cathedral, da diese gotischen Kirchenmauern viel mehr den Eindruck von Ruin vermitteln. Das zeigen die Risse in den Wänden oder das brüchige Mauerwerk. Vor allem aber auch, weil das Set noch Wurzeln als ansteckbare Deko-Elemente mitliefert, womit man dann gleich auch alte Ruinen simulieren kann. In ihrem gotischen Layout und dem prunkvollen Detailreichtum erinnert diese schon sehr stark an klassisches Warhammer 40k-Gelände. Dementsprechend wird man das wohl auch sehr gut mit deren Bausätzen kombinieren können. Apropos kombinieren, da beide Boxen das gleiche Stecksystem benutzen, sind diese auch komplett kompatibel miteinander. Also könnte man auch die Wurzeln über die Industriekonstruktion wachsen lassen oder aber Megafone und Lampen an die Kirche stecken. Und das funktioniert bei der Kathedrale sehr gut, denn diese kann sowohl für Fantasy funktionieren als auch für Sci-Fi-Spiele. Denn das Grunddesign ist komplett ohne Technik, allerdings gibt es auch noch einige Extrateile in Gussrahmen wie Statuen und Technosäulen, mit denen man das Aussehen der Kathedrale stärker in die Zukunft bringen kann. Insgesamt ist es cool, dass sowohl Statuen für Sci-Fi und Fantasy mit dabei sind. Selbst wenn man die nicht direkt ins Gelände verbaut, kann man daraus noch ganz gut Missionsziele basteln. Chapeau!
Und was ich persönlich noch cooler finde ist, nein, nicht, dass die Wände nicht mit den Stadtruinen aus der dritten Rampart-Serie kompatibel sind, aber dafür mit deren Böden, denn diese sind von der Größe und den Steckverbindungen angepasst. Da bleibt allerdings mein Kritikpunkt, dass der Einbau der Böden als modulares Set ohne Kleben leider viele unschöne Lücken zwischen den Stockwerken entstehen lässt. Ein Problem, das zum Glück nicht existiert, wenn man auf die Steckverbindung verzichtet und ein Teil verklebt. Denn ja, neben Magneten und Steckverbindung kann man sonst den guten alten Kleber schwingen. Das hat den Vorteil, dass man dadurch Lücken verhindert, aber auch, dass alles etwas fester und weniger wackelig ist. Gerade wenn man mehrstöckig bastelt, also wenn man halt die Böden zum Beispiel aus der dritten Rampart-Serie hat und Magnete benutzt, wird die Bespielbarkeit hier und da zu einem, naja, Geschicklichkeitsspiel. Zumindest mit den Magneten, die ich hier habe. Ein weiterer Vorteil des Klebens, man verliert den modularen Charakter der Optik, da man die Teile ja zusammen und nicht einzeln anmalt. Aber das ist natürlich jedem selbst überlassen, je nach Gusto und den Bedürfnissen. Denn was die Modularität zusätzlich noch stark macht, ist dadurch noch das platzsparende Verpacken, da die Gebäude ja in ihre Einzelteile zerlegt werden können und dementsprechend nicht so viel Platz im Regal wegnehmen. Das Hartplastik, aus dem die Teile sind, ist vollkommen ausreichend für Gelände. Für Miniaturen wäre es mir etwas zu grob von den Details her, aber wie gesagt, super für Gelände. Allerdings solltet ihr viel, viel Zeit einplanen, wenn es um das Entgraten der Einzelteile geht. Gerade die Teile der Kathedrale haben sehr dicke Gussansätze und viele Gussnähte. Ich glaube, ich habe nur für diesen Bausatz mehrere Abende gebraucht, sodass ich für diesen Dreh jetzt die Foundry nicht mehr so ganz entgratet habe. Und am Anfang habe ich ja gesagt, ihr braucht gar keinen Kleber. Das stimmt nicht so ganz, denn die Einzelteile müssen noch vorbereitet werden. Denn ihr müsst noch die Säulenhälften an die Wände rankleben, damit es nachher eingesetzt werden kann. Ein weiterer Nachteil meines Erachtens ist, dass mit den Grundboxen der beiden Sets kein vertikales Spielen so richtig möglich ist. Es handelt sich nur um Wände, Wälle und Mauern. Ja, es gibt einige balkonartige Teile, mit denen man relativ künstlich wirkende Ebenen erstellen kann, aber richtig auf mehreren Ebenen zu spielen, ist nur mit dem noch nicht ausgelieferten 2022er Kickstarter möglich. Und das ist ein wenig schade, da einige der Mauern wirklich hoch sind und die Mehrstöckigkeit doch wirklich herausschreien. Apropos möglich, ich hatte euch via Social Media gefragt, was ich denn mit diesen beiden modularen Geländebausätzen bauen soll. Ich habe mehrere Vorschläge von euch bekommen und drei Sachen mal rausgesucht. Eine Idee zum Beispiel war eine Kirche für meine Sororitas. Okay, das ist jetzt mit dem nicht wirklich kreativ, aber ich habe das mal gemacht, hier schnell aufgebaut. Das passt ganz gut, wie ihr seht. Eine zweite Idee war eine Cola-Fabrik. Das war mit den Sets eigentlich auch ziemlich einfach, mit der Cobalt Foundry hier. Okay, damit es wirklich eine Fabrik ist, braucht es vielleicht noch einige richtige Maschinenteile. Da müsste man vielleicht mit anderen Herstellerelementen arbeiten. Aber vielleicht hilft ja das hier. Die letzte Idee fand ich tatsächlich am besten, ein Klohäuschen. Das ist an sich ziemlich einfach, wenn man die Stadtruinen zum Beispiel benutzt. Und da ich davon noch was vom anderen Video übrig habe, mache ich das einfach so. Lol, vielleicht noch eine Toilette ausdrucken und dahin stellen. Das wäre nochmal eine gute Idee. Okay, ihr seht, das ist jetzt natürlich alles eine kleine Spielerei. Aber wenn man möchte, kann man sehr flexibel mit dem System arbeiten. Aber mal ehrlich, eigentlich wollte ich in diesem Video noch eines der drei Geländeteile bemalen, das würde aber durchaus den Rahmen jetzt sprengen. Daher möchte ich das in einem gesonderten Video machen. Welches der drei Geländeteile soll ich in einem Video bemalen und eventuell danach ausbauen? Die Kirche? Die Cola-Fabrik? Oder das Klohäuschen? Oder aber soll ich einfach ein normales Set nehmen und das modular anmalen? Schreibt mir das gerne mal in die Kommentare. Über eine Sache müssen wir allerdings jetzt noch reden. Preis und Verfügbarkeit. Der Preis des Cobalt Foundry und Eternal Cathedral Starter Set liegt jeweils bei 53 Euro, was echt eine Ansage für so viel Gelände ist. Das ist wirklich eine krasse Preis-Leistung, wie ich finde. Der Nachteil ist die Verfügbarkeit. Offenbar sind die Sets gerade nicht wirklich zu kaufen. Einige Händler scheinen noch Restposten zu haben, aber selbst bei Archon selbst, auf deren Shop, sind aktuell keine Produkte von Rampart aufgeführt. Wo man diese jetzt zu diesem Zeitpunkt noch bekommen kann, ist der aktuell offene Pledge Manager via Gamefound. Bis wann der allerdings noch offen ist, kann ich leider nicht sagen. Zum Redaktionsschluss am 3. März 2022 ist er es auf jeden Fall noch. Es ist zu hoffen, dass die Sets danach wieder regulär im Handel erhältlich sind. Was übrigens auch erhältlich ist, und das ganz kostenfrei, ist ein Abo von Deist. Dafür bekommt ihr unfassbar tolle Videos zum Tabletop-Thema. Cool? Cool. Also klickt drauf und hinterlasst mir gerne einen Kommentar darüber, was ihr vom Rampart-Gelände haltet. Vielleicht habt ihr es ja schon zu Hause bei euch und könnt einen Erfahrungsbericht bringen. Was würdet ihr damit bauen? Und vor allem, denkt an meine Frage von eben, welches der Geländestücke soll ich in einem Video bauen und bemalen?
Haut in die Tasten und ich freue mich auf euer Feedback. Du möchtest die Tabletop-Show Dice supporten und gleichzeitig dein Auftreten am Spieltisch pimpen? Mit dem Dice-Merchandise kein Problem. Du steigst beim Kauf von Shirts und Spielutensilien nicht nur in den Style-Olymp auf, du unterstützt damit auch Dice und hilfst dabei mit, Tabletop great again zu machen. Also zeig deinen Mitspielern, wo der Dice hängt und lege das Schwarz an.